BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Montagmorgen. Trainingsgelände an der Adi-Preißler-Allee. Die Mannschaft hat frei. Das Profigebäude ruhig und verlassen. Nicht ganz. Ein Borusse trainiert. Neven Subotic. Vor 4 Wochen die bittere Nachricht, Thrombose im Arm, Saison aus. Aber wer glaubt, so eine Diagnose könnte den 27-Jährigen runterziehen oder stoppen, der kennt Neven schlecht. Aktuell, das ist auch das positive Feedback, was wir vom Arzt bekommen haben, von mehreren Ärzten, ist, dass es halt echt nicht besser laufen kann. Auf der einen Seite halt wunderschön, dass man weiß, dass alles optimal verläuft, dass alle Tests sehr gut gelaufen sind. Ich hatte auch letzte Woche noch ein Belastungs-EKG, also da geht man halt schon auf die 100% zu. Das hat mir auch nochmal wirklich Selbstbewusstsein gegeben, weil da bin ich fast so gut gelaufen, wie wenn ich topfit bin. Von daher fühle ich mich auch so, ja, und das war nochmal eine Bestätigung. Aber natürlich unter den Umständen wünscht man sich, dass wenn alles 100% ist, tatsächlich man auch spielen darf. Aber das ist so der einzige Nachteil, dass ich das noch meiden soll. Kein Kontaktsport bis zum Ende der Saison. Aus Schutzgründen. Stattdessen individuelles Trainingsprogramm. Kein Kontakt und das als Innenverteidiger. Als würde man Marco Reus den Fußball wegnehmen. Kämpfen ist für mich so das A und das O. Ich weiß, das brauche ich auch im Training und im Spiel, so richtigen Körperkontakt, sonst fehlt etwas. Das vermisse ich natürlich sehr, weil das hat man ja in den letzten 10 Jahren halt jeden Tag gehabt und dann geht man vom Training und hier tut es ein bisschen weh und da sind die Knöchel ein bisschen zerschlagen, aber da weiß man halt, man hat harte Arbeit geleistet. Ne? Und das fehlt, aber gut, unter den Umständen soll ich nicht in die Zweikämpfe gehen, ich soll halt für mich trainieren, ja, vor allem dann halt so das klassische Beine, Bauch und Rücken, ja, was auch wiederum gut ist, dafür die Zeit nutzen zu können und für die Ausdauer, klar. Also heute bin ich 16er gelaufen, auf 11 Sekunden, 12, das ist schon ziemlich sportlich und das möchte ich natürlich steigern. Für den Serben gilt es, in Form zu bleiben. Denn sobald Subotic von den Ärzten grünes Licht bekommt, will er wieder in den Angriffsmodus schalten. Und wer noch einen Beweis für seine ungebrochene Lebensfreude benötigt, bitteschön. Neven, wann sehen wir dich denn wieder auf dem Platz? Also jetzt beim Heimspiel laufe ich einmal vorm Spiel quer rüber, ja, um die Mannschaft nochmal viel Glück zu wünschen. Dann sieht man mich auf dem Platz. Zwar habe ich kein Trikot an, aber ich bin der mit den langen Haaren. Ja. Da wird man mich sehen und dann, ja klar, muss es halt erst dann losgehen, wenn es 100% ist. Also ich habe noch eine idealerweise lange Karriere vor mich. Deshalb möchte ich auch, so wie die Ärzte es empfohlen haben, da 100% sein, bevor ich wieder ins Mannschaftstraining einsteige, dass eben alles 100% sicher ist. Und bis dahin muss ich eben warten. Und dann geht es halt erst in der Vorbereitung wieder los, aber dann mit einem kleinen Vorsprung, den ich mir jetzt erarbeiten kann. Zweifel an der Ankündigung haben wir keine. Das 100%-Versprechen, es gilt für seine Stiftung wie auch persönlich. Seine Comeback-Qualitäten hat er bereits nach seinem Kreuzbandriss bewiesen. Und Neven wird erneut stärker zurückkommen. Verlasst euch drauf.